Ich bin in Nordheim. Friedberg erledigt. Wir haben es 3 Uhr. Ne, Quatsch, das ist die Fahrzeit. Wir haben es 23.51 Uhr. Bin zurück, habe Feierabend gemacht. Also bin gerade dabei. Hab für meinen Kollegen nochmal schnell die Spiegel geputzt, weil die sahen aus wie, weil es unterwegs ein bisschen geregnet hat. Deswegen schreibe ich ihm noch schnell einen Fachbrief. Dann braucht er nämlich nachher, entweder um 1 Uhr los, also in der knappen Stunde. Dann einfach einsteigen und losfahren. So muss nicht mehr viel irgendwas machen. So machen wir es generell eigentlich unter uns Schichtfahrern. Dass wenn wer Feierabend macht, nochmal schnell die Spiegel putzt, wenn sie extrem schmutzig sind. Und Fachbrief schreiben, weil ich habe die Ware übernommen. Von daher schreibe ich einen Fachbrief. Jo. Und düse ich nach Hause. Und dann gibt es lecker Buletten. Meine Frau hat Buletten gemacht. Schön Buletten mit Senf. Oh, freue ich mich drauf. Und der Kaya bestimmt auch. Und Lotte wahrscheinlich genauso. Ja. Kritzel ich ein bisschen was hier in Stein, wollte ich gerade sagen. Ins Papier. Und dann sehen wir uns nach dem Cut morgen. Donnerstag. Yes. Donnerstag. Ich bin in Hungen. Und die haben jetzt hier, weil der LKW, das LKW-Aufkommen so groß ist, haben sie jetzt einen Teil von dem PKW-Parkplatz für die LKWs freigegeben. Da aber die Außeneinfahrten zu dem Parkplatz nicht für LKWs geeignet sind oder gemacht worden sind, gibt es hier leichte Problematik mit dem Untergrund. Ihr seht das da. Die LKWs kommen, also wenn hier vorne, wo ich jetzt stehe, und der Kollege rechts und die Kollegen links, dann kann man hier nicht so doll ausholen. Der Untergrund da, ihr seht, das ist richtig, richtig dicke Spuren. Und man kann hier nach rechts nicht genug ausholen, wenn da ein LKW steht. Und dann fährt man hier, und das ist, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann, aber das ist 20 cm. Und dann dahinter diese Eisenplatte, die da liegt, mit so richtig scheiß scharfen Kanten. Dann soll man diese kleine Pisslaterne da aus dem Boden ziehen und diese Einfahrt ein bisschen größer machen und befestigen, weil wir fahren zwar keinen Kran, aber Kranplätze müssen verdichtet sein. Genau. Da rumpelst du jetzt durch so ein verkacktes, dickes Loch, als wie wenn du hier Traktreihe fährst. Und wenn du Pech hast, zerschießt du dir hinten die Ladung, weil du Wockity-Wockity macht. Bist schon beim Kunden und dann. Ich verstehe sowas nicht. Diese andere Behelfsausfahrt, die sie hier gemacht haben, die haben sie zugemacht. Mit den Schranken. Mit diesen Schrankenzäunen. Ich sag mal, komm jetzt auf diesen Namen hier. Die da. Naja, wollte ich euch nochmal zeigen. Warte, bis mein Pieper piept. Dann fahre ich hier rein, lad runter. Ab. Runter. Dann fahre ich nach Neu-Isenburg und hole da mal einen Aufwärter für meinen Kollegen und fahre ich nach Nordheim zurück. Die haben überall alle keinen Platz. Es ist Wahnsinn. Wann war ich hier? 17.10 Uhr. 20.15 Uhr. Kein Platz. Du stehst und stehst. Dann holen sie ans Tor. Vom Tor kein Platz. Egal, jetzt sind wir leer. Jetzt düsen wir nach. Ach nee, erstmal fahren die hoch. Düsen wir jetzt nach Neu-Isenburg. Düsen. Kodo. Wie heißt der? Kodo der Dritte? Aus der Sternmitte? Von links? Und ich düse im Sauseschritt. Dü. Morgen. Es ist Montag. Ja, meine Kette fährt gerade hoch. Alter. Ich bin auf dem Autohof. Es ist kurz vor 3. Ich muss kurz meine Karte reinknäppeln. Ich sehe gerade, ich habe keinen Bremsdruck. Ist auch schön. Und das Ganze geil ist,
wir kommen nicht raus. Mein Kollege und ich, der hier steht, mach mal Licht aus, der hier steht, weil da und da, also den könnt ihr ja sehen hier, den Kollegen, jo, kackendreist vorangestellt. Obwohl auf dem Autohof genug Platz war am Wochenende. Nein, Oleg und Bolleg, Urwa, stellen sich vor Kollegen, die weg wollen. Das ist so geil. Naja, ich mache mal Karte rein, dann fahre ich ein Stück zurück, dann kommt hier Wolle raus, dann komme ich auch raus. Aber wenn jetzt ein anderer Kollege neben mir gestanden hätte, wäre, den ich jetzt nicht kenne, also keiner vom Borg oder so, oder der später anfängt, sehr, sehr viel später anfängt, hätte ich gelitten. Ach, naja. Ich verräume es mal hier, weil mein ganzes Bett und hier unten, das liegt alles voll mit Gewühle. So, Eingabe Nachtrag, okay. Beginn Deutschland, ja. Ja, Arbeitszeit. 2.47 Uhr übrigens. Achso, nach dem Öl gucken wir mal, weil der LKW, gucken wir nach. So. So, gehen wir mal kurz auf Startprüfung. Motorölstand. Ja, das ist Minimum. Da müssen wir ein bisschen was draufkippen gleich. Mhm. Bremsbeläge. Ja, noch im Rahmen. Alles wunderbar. Und die Wartung muss in 15.000 Kilometern. Da geht der Gute wieder nach Scania, nach Nordheim. Zur dritten Inspektion schon. So schnell geht das. So, ich mache mal. Ich hau ein bisschen Öl drauf. Dann kurbeln wir hier rum und dann sind wir on Tour. Es geht nach Neustadt, in Holstein, zum Thommarkt, dann nach Leschendorf, dann wieder nach Hause. So, jetzt fährt Wolle zurück. Und wir fahren jetzt raus. Da passt das nämlich nach vorne. So. Das kommt wohl irgendwie auch raus. Kommt er? Da kommt er, der DAF. Da kommt er. Abflug. Er fährt nach. Und der ist hier klar. Och, er fährt nach Stelle. Ich fahre ein bisschen weiter. Ich habe Ankunft 7.05 Uhr. Let's go. Die Fresse, Roboterkönig. Bin in Gleschendorf. Im Baumarkt schon hinter mir gelassen. Eigentlich sollte ich ja Bock 4 holen in Gleschendorf. Der Kollege, der Bock 2 holen soll, ist hinter mir gewesen in Neustadt. Also der lädt jetzt gerade mal ab. Also sagt mir Disponaut, nimm du Bock 2. Und der ist gerade von der Rampe weggefahren. Da fahre ich jetzt hier an die Rampe, stelle meinen hin, nehme Bock 2, mach Papiere, geh aufs Klo und fahr nach Hause. So, haben wir es auch. Halb zehn. Navi! Junge! Wenn es um Leben tot gehen würde, wäre ich immer tot. Ach nein, was machen wir denn? Zum Hammer dort. Schuhe aus. Oh.
Oh, ach nee, ich zieh sie wieder an. Oh, schon mir zuliebe. Ja. Was? Was rumpelt hier? 320 Kilometer. Geplante Ankunft 13 Uhr 28. Moment, da sitzt das noch nicht richtig. So ist das besser. So ist das besser. Besser. Abfahrt. Zum Saal entlang. Ja. Ah, die Schweizer. Ich fahre hier lang, weil oben im Wendehammer steht ein LKW. Ich möchte nicht immer auf den Punkt oder quasi auf der Stelle drehen. Nichts gut für Reifen. Spende für Conti. Ich klamm bei Kasse im Moment. Fahren wir hier rum. Auch kein Beinbruch. Dr. Gildemeisterstraße. Dr. Jägermeister wär mir lieber. Manic Monday. Na, bringst du Altglas weg in den Container? Das ist Da blinkt ein Pfeil. Ein blinkender Pfeil. Was macht er? Rambo würde sagen, er blinkt.